Im Rahmen der WKU Regio Tour 2019 wird zum Thema offene Baustelle Infrastruktur Station in Liezen gemacht. Josef Herck, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, und Harald Heidler, Obmann der Regionalstelle Ennstal-Salzkammergut, nehmen zu verschiedenen Themen Stellung. Eines davon ist der Fachkräftemangel. Ja, wir haben einmal in der ersten Betrachtung ein demografisches Problem. Vor 40 Jahren haben wir doppelt so viele junge Leute gehabt wie heute. Das heißt, wir haben einfach weniger Potenzial vorhanden und die Wirtschaft, Gott sei Dank, läuft gut, funktioniert gut. Das heißt, der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen und Belastungen der gesamten Wirtschaft. Und deshalb sind wir auch gefordert, jeden und jede quasi nicht besetzte Arbeitsstelle beziehungsweise auf der anderen Seite Arbeitslosigkeit auch so zu bekämpfen, dass wir Ausbildung, Qualifizierung darstellen und dass die Wirtschaft auch die Fachkräfte bekommt, die sie braucht. Wir haben, wie gesagt, die Industrie, wir haben Großgewerbe, Tourismus, aber Forschung und wir brauchen Datenlösungen, dass wir international arbeiten können, aber national, dass wir fähig sind, hochqualifizierte Arbeitnehmer herkriegen oder dort behalten. Um diese Fachkräfte zu bekommen, sind Maßnahmen erforderlich. So, für uns ist einmal ganz wichtig die duale Ausbildung. Wir brauchen Fachkräfte. Das Schlagwort der Zeit ist Fachkräfte. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Initiativen auf regionaler Ebene, auf Landesebene, an die 90, um junge Leute und auch die Eltern mitzubegeistern, dass eine Berufsausbildung auch ein richtiger Weg in die Zukunft ist. Ich darf auch stolz verkünden, nächstes Jahr 2020 im September wird die Berufseuropameisterschaft in Graz durchgeführt. Das heißt, Graz, Steiermark wird zum Hotspot für Berufsausbildung und ich glaube, das sind wichtige Maßnahmen, um hier auch einen Gegentrend einzuleiten. Zu einer gut funktionierenden Wirtschaft gehört eine ebensolche Infrastruktur. Liezen hat mit einem Verkehrsproblem zu kämpfen. Entlang der B320, die durch das Ennstal führt, gibt es gleich an mehreren Stellen unmittelbaren Handlungsbedarf. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Wir sind natürlich sehr froh, dass nach vielen Jahren, Jahrzehnten es Signale gibt in der Region, dass hier Bewegung, darf da vielleicht Rautenfels ansprechen und hoffen auch, dass es in Liezen eine Lösung gibt, damit einfach hier auch die Verkehrssituation eine ertragbare wird und auf der anderen Seite natürlich auch für die Wirtschaft ein Faktor wird, wo Sicherheit und Flexibilität auch durchgeführt werden kann. Ja, die Umfahrung Liezen ist für mich ein Thema, was ökonomisch sein muss und auch für die Sicherheit der Leute, aber auch ökologische Katastrophen ist, dass ich einfach so viele Emissionen, so viele Giftstoffe in die Stadt transportiere oder am Rand der Stadt transportiere, wo Wohnsiedlungen sind, wo Gartenhäusel sind, wo Verkaufsflächen sind. Das ist einfach nicht gescheit. Das ist, man muss schauen, dass man es rauskriegt, dass man es irgendwo verlagert. Und dass man einen sicheren Fluss hat Richtung Asee und Schlapping. Für die Umfahrung der Bezirkshauptstadt Liezen setzt sich die Wirtschaftskammer Steiermark vehement ein. Wir sind einerseits sicher regionale Meinungsbildner. Wir schauen, dass wir das immer vertreten, dass einfach zumindest eine dritte Spur teilweise kommt, dass Überholmöglichkeiten sind, dass wir einfach, wir werden keine Autobahn mehr kriegen, aber dass wir einfach Möglichkeiten haben, dass man relativ sicher und schnell hin und her kommt. Wir haben ein steirisches Wirtschaftsparlament, wo wir vertreten sind. Wir sind natürlich politisch vernetzt und wir versuchen, unsere Themen, die was uns wichtig sind, natürlich auf alle Ebenen zu spielen. Die Projektplanungen für diese Umfahrung sind bereits im Gange und sollten in einem Jahr abgeschlossen sein.